Du wirst wichtige Entscheidungen im Leben treffen. Ein paar davon sind gut und andere sind schlecht. Glaub mir, ich weiss es, ein paar davon sind sogar sehr schlecht. Man sagt, das Leben ist tödlich. Also, stirbst sowieso. Doch wie du von dieser Welt gehen wirst und was dazwischen ist, ist maßgeblich. Man stirbt sowieso, klar, aber du wirst so viele Entscheidungen in deinem Leben zu deinem Leidwesen treffen. Du wirst ein paar davon bitter bereuen. Und wenn du erstmal ein paar kleine, schlechte Entscheidungen getroffen hast, ist es unglaublich schwer, sich für etwas Neues, etwas Gesundes oder etwas anderes zu entscheiden. Man sagt dem in der Psychologie innere Konsistenz. Du bist schon immer so gewesen und darum wird es auch in Zukunft so sein. Ich habe mich schon immer für das entschieden, jetzt fange ich auch nichts mehr Neues an. Genau diese Einstellung wird dir später zum Verhängnis. Bitte glaub mir. Dein Körper wird sich zuerst wehren. Er möchte sich gerne bewegen. Er hat gerne gesunde Nahrung. Aber du entscheidest dich, nicht anzuhören. Du glaubst, du bist müde von der Arbeit und kaputt. Und wo du dann fast schon zum Hohn gegenüber deinem Körper die ganze Zeit minderwertige Nahrung und Alkohol in ihn reinpumpst und dann noch anfängst zu rauchen, meldet sich dein Körper lange Zeit gar nicht mehr. Du hast ihn zu lange ignoriert. Und doch glaub mir, dein Körper sammelt nur seine Kraft, um mit letzter, ihm verbleibender Energie sich wieder bei dir zu melden mit Schmerzen. Bei mir waren es Gelenk- und Muskelschmerzen gewesen, und bald auch beim Schnaufen. Und ich konnte nicht einmal mehr durchschlafen. Als würde sich mein Körper bei mir für mein lange Ignorieren rächen. Alle Entscheidungen meinerseits haben dazu geführt, dass du und ich bald sterben werden. Aber du hast es jetzt in der Hand. Los auf deinen Körper und er wird dir für immer ein guter Begleiter fürs Leben sein, mit dem du tolle Abenteuer kannst erleben. Und denk daran, nur durch ihn bist du in der Lage, das Leben, das Abenteuer zu erleben. Triff also deine Entscheidung. Jetzt.